Deutschlands Wirtschaft unter Druck. Das Staatsdefizit sinkt und die Konsumstimmung bleibt weiterhin gedämpft. Was das bedeutet, darüber spreche ich heute hier an der Frankfurter Börse mit dem Wirtschaftsexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Manuel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, David. Manuel, was bedeutet das gesunkene Staatsdefizit für die deutsche Wirtschaft? Ja, schauen wir mal auf die Zahlen vielleicht zuallererst. Also das Defizit ist um 1,3 Milliarden Euro auf 38,1 Milliarden gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ja schon mal ganz gut. Die größten Lasten sind natürlich beim Bund. Der hat 24,6 Milliarden Euro minus. Aber man muss auch sagen, dass bei den Ländern und Gemeinden das Defizit nicht ganz so groß gewesen ist. Also da sah es ein bisschen besser aus. Ja, wenn der Staat Schulden macht, dann ist das natürlich nie so gut und das kann vielleicht auch das Vertrauen in die Wirtschaft schwächen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr spart, ist es auch ein positives Zeichen für das gesamte Wirtschaftsumfeld. Aber wir reden ja auch ganz oft über die schwarze Null und ob investiert werden soll. Und da sind natürlich Investitionen auch gerade in Zeiten, wo man fast kein Wachstum hat, besonders wichtig. Wie könnten die steigenden Fehlbeträge bei den Ländern und Gemeinden die lokale Wirtschaft und Dienstleistungen beeinflussen? Ja, also diese höheren Defizite gerade auf lokaler Ebene könnten zu Einsparungen bei öffentlichen Dienstleistungen führen. Das könnte natürlich dann auch die Qualität bei Bildung, bei Infrastruktur und anderen Diensten beeinträchtigen, was wiederum dann auch vielleicht die Lebensqualität der Menschen beeinflussen würde und vielleicht zu Unzufriedenheit führen würde. Wenn wir jetzt über die Menschen, über die Verbraucher in Deutschland sprechen, was sagt denn der Rückgang im Konsumklima über die Stimmung aus? Ja, also das Konsumklima ist leicht zurückgegangen, aber immerhin weiterhin zurückgegangen von 95,3 Punkten jetzt nur noch auf 94,8 Punkte. Und da muss man sagen, dass so ein sinkendes Konsumklima eben dann auch zeigt, dass Verbraucher verunsichert sind und weniger Geld ausgeben. Und ich glaube, wir alle beobachten uns und haben wahrscheinlich auch in den Zeiten der hohen Inflation besonders geguckt, wo man vielleicht Geld ausgeben muss und wo nicht. Kriegs- und Krisenzeiten, auch da lässt man eher das Geld mal in der Tasche, bevor man große Anschaffungen macht. Also das macht sich dann eben auch bemerkbar. Und Unternehmen, die überlegen jetzt eben auch, ob sie so viele Arbeitsplätze brauchen oder ob man da nicht ein paar einsparen kann in solchen Zeiten. Also auch da mehr Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt. Das könnte natürlich dann negative Auswirkungen haben, generell auf die Arbeitswelt und dann aber auch auf die Wirtschaft. Und der Konsum ist so ein ganz wichtiger Motor. Also da muss man ja eigentlich dann schauen, dass die Leute möglichst gut verdienen, gute Jobs haben und das dann auch wieder ausgeben in die Wirtschaft rein. Wenn weniger ausgegeben wird, wird mehr gespart. Wie wird sich oder wie könnte sich die zunehmende Sparneigung der Deutschen auf die Banken und auf die Finanzmärkte auswirken? Gut, wenn die Menschen weniger ausgeben, ist natürlich mehr auf den Konten. Das ist vielleicht für die Banken dann ganz gut, die das Kapital dann nutzen können für ihre Zwecke und das anlegen können. Allerdings ist natürlich dann der schwache Konsum auch wieder für die Wirtschaftsleistung insgesamt nicht besonders gut. Und wir sehen das ja am Bruttoinlandsprodukt, dass da eben in Deutschland ja eine Rezession droht. Und das ist natürlich nie ein gutes Zeichen. Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um das Vertrauen und den Konsum der Verbraucher wieder zu erhöhen? Gut, da gäbe es einige. Viele sind vielleicht dann nicht schnell politisch umsetzbar, aber zum Beispiel Steuersenkungen wären eine Maßnahme. Staatliche Konjunkturprogramme könnte man sich vorstellen oder auch einfach Subventionen in manchen Bereichen und Branchen. Das würde sicher auch helfen, die möglichst dann gezielt und direkt geleistet werden. Und das könnte die Kaufkraft erhöhen und die wirtschaftliche Unsicherheit damit auch wieder reduzieren. Aber diese Strategien, die muss man natürlich erstmal durchsetzen, die müssen politisch gewollt sein und die müssen dann auch noch umgesetzt werden. Die Entscheidung ist ja eine Sache, die Umsetzung daran hapert ist ja oft die andere Sache. Vielen Dank an den Börsenexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute hier mit dabei waren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch jetzt auch den Kanal.